Ein Jahr lang war sie verschollen, jetzt das erste Lebenszeichen. Die 16-jährige Linda W. ist in Bagdad. Unter den gestrengen Augen des irakischen Militärs konnte NDR-Reporter Amir Moussaoui sie kurz sprechen. Linda ist auf einer Krankenstation in einem Militärkomplex. Wo genau, darf er nicht sagen. Als ich Linda gesehen habe in einem Zimmer, in einem Behandlungszimmer, war sie erschöpft. Sie hat eine Kopftuch getragen und eine lange Hose. Sie hat eine Schussverletzung in ihrer Oberschenkel und auch eine kleine Verletzung in Knie. Aber sie war in einer Situation, dass sie den Fragen antworten und auch Eindrücke zu schildern. Bei der Befreiung von Mossul hatte die irakische Armee mehrere ausländische Frauen festgenommen, darunter Linda W. Sie muss ihr Kopftuch abnehmen. Irakische Soldaten posieren mit der Gefangenen. Sie war in einer Situation ein bisschen genervt von vielen Fotos, die einige Soldaten mit ihr gemacht haben, und hat sie gesagt, das hat mich genervt. Und sie war auch genervt, weil wurde sie als Jesidin angehalten und sagte sie eindeutig, ich bin Deutsche, ich bin keine Jesiden. Aus dem beschaulichen Pulsnitz in Sachsen war Linda heimlich über die Türkei in den Irak gereist. In der Islamistenhochburg Mossul lebte sie als Ehefrau eines IS-Kämpfers, der bald nach ihrer Ankunft starb. Vom sogenannten Heiligen Krieg hat die 16-Jährige jetzt genug. Ich habe sie gefragt, ob sie nach Deutschland zurückkommen will. Antwortet sie sofort, ja, ich möchte weg von Waffen, weg von vielen dieser Umstände, Kriegsumstände. Sie bereut sich, dass sie den IS angeschlossen. Dennoch weiß sie nicht genau, was sie erwartet. Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte ein Ermittlungsverfahren gegen Linda vorübergehend eingestellt. Ein Haftbefehl liegt bislang nicht vor. Besteht die Möglichkeit, dass Linda gegebenenfalls im Irak vor Gericht gestellt wird, dass sie gegebenenfalls als Ausländerin ausgewiesen wird oder dass sie gegebenenfalls, weil sie in Deutschland vermisste Jugendliche ist, auch auf diesem Wege oder deshalb nach Deutschland überstellt wird. Darauf hoffen Linda W. und ihre Familie. Denn im Irak drohen der 16-Jährigen allein wegen des illegalen Grenzübertritts mehr als 3 Jahre Haft.